Ich grüße euch, Freunde des Antitos, und willkommen zurück zu Dead by Daylight und willkommen zurück zur Minigolf-Challenge. Nach einer kleinen Eventpause starten wir wieder durch auf dem Golfplatz und wir sind mittlerweile bei Rin angekommen. Und generell kommen jetzt eine Reihe von Killern, mit denen ich eigentlich gar nicht mal so gut kann. Und Rin ist tatsächlich einer von den Killern, mit denen ich nicht so gut performe oder meistens nicht so gut performen kann. Minigolf-Challenge, ihr wisst Bescheid, mindestens einen 3K muss ich schaffen, um die Runde mit diesem Killer zu bestehen. Mal schauen, ob mir das mit drin gelingt. Ich glaube zwar eher nicht, weil wie gesagt, ich bin da sehr... Oh, dass ich den erwische. Hoppla. Bin mit drin nicht so gut im Performen. Da muss man... Oh! Okay, wow. Die Partie wurde abgebrochen. What the hell? Weil der Jonah disconnected hat, wurde die Partie abgebrochen. Laut dem Regelwerk, zählt das jetzt als Sieg für mich oder eher nicht? Das ist eine sehr gute Frage und ich werde ich werde das hier nicht rauscutten. Wir machen jetzt einen kleinen Cut und wir springen in die nächste Runde. Bis gleich. So, zweite Runde, neues Glück. Ich habe entschieden, dass die erste Runde nicht zählt, da die Partie abgebrochen wurde. Und deswegen habe ich gesagt, komm, das zählt nicht. Ich habe keine 3 Kills gemacht. Never ever, das ist Bullshit. Also, let's go. Und jetzt sogar auf dem Familiensitz. Also so ein kleiner Feldpower-Bonus eventuell. Moin. Oh, hier sind sehr viele Servies. Oh, Mac kriegt den ersten ab. Oh, let's go. Die nehme ich gerne, die Palette. Oh, 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 Jonah. Er läuft einfach weiter. Oh, oh, oh. Damit hätte ich rechnen müssen. Kollege, mach nicht so hier. Oh, die Palette nehme ich. Oh, ist auf der anderen Seite ärgerlich. Oh, aber da ist er, da ist er, oh, da ist er down, jawohl. Sehr, sehr schön. Na, ich habe sogar, oh, ich habe sogar einen Skirchy hier. Hab sogar einen Skirchy-Merchy. Und rauf. Und ich weiß, dass im Haus jemand war. Oder auch schon auf dem Weg zum Jonah ist. Wahnsinn. Na, du kriegst gleich auch noch einen mit. Jonah, ich bin gnadenlos. Merkt ihr das? Ja, aber wenn du T-Backst, dann... Du hast ein DS. Du willst mir die Cypher Strike drücken. Das weiß ich ja jetzt schon. Oh, und die ist lautlos. Das ist ja ärgerlich. Dass die lautlos ist. Das ist für mich sehr, sehr schlecht. So, du hast einen Decipher Strike, das weiß ich, zu 100%. Okay, keine Flashlights hier. Dann gib mir deinen DS. Da ist er, sage ich doch. Was ich so alles weiß, ne? Lol. Na? Alter, haben wir den Haken abgebaut, die Bastarde. Saboteur habt ihr also auch dabei.
Nämlich halt, oh, das ist die Lautlose. Nämlich halt die Lautlose, what soll's. Die haben mir den Haken abgebaut. Wie frech seid ihr denn? Und wo seid ihr? Ist ja ärgerlich. Ich bin, wie gesagt, ich bin kein guter Rinnspieler. Lol, der hat 4% gekriegt. In welcher Welt? Oh, die hat mir den Haken abgebastelt hier. Die hat eine Toolbox dabei. Ah gut, die haben zweimal salzige Lippen geworfen. Erstmal ein Anfall. Aber in welcher Welt kriegst du dadurch 4%? Ich höre die nicht, ne? Die sind, wie gesagt, ich bin ein super schlechter Rinnspieler. Die werden vielleicht auch ein bisschen nervös, weil ich habe das Furin dabei. Furin sorgt halt dafür, dass wenn ich in meine Phasenwechsel gehe, dass sie das alle hören. Auch wenn ich nicht bei denen bin. Vielleicht macht das die Leute ein bisschen... Guck mal, ich hab wusste, ihr seid doch alle da am rumdingsen. Ich wusste es doch. So. Ja, die ist auch lautlos. Alle lautlos, die Säbels. Was ist denn da los? Wo auch immer die Flashlight-Mac herkam. So, und jetzt... Und den Haken haben sie mir auch abgebaut, ne? Ich habe irgendwo einen gedownt. Frag mich aber nicht, wo. Die Mac, die alle saub. Ah, ich habe gerade sehr nervige Survivors hier. Alter, und die pre-droppt einfach alles. Mac, du versaust mir meinen ganzen Perk-Bild. Nee, den machst du nicht weiter, Kollege. Den machst du nicht weiter, mein Freund. So nicht, Alter, so nicht. Die Mac hat sich schon gleich abgemacht. Die haben zwei Generatoren ultra weit, ne? Oh, das ist so nervig hier. Also sie will mich halt weglocken von den Gens, das kann ich mir nicht leisten. Ah, Jonah. Grüß dich, na? Da, die kommen sofort alle angetigert, ey. Es ist so eklig. Hab ich dich. Die kommen sofort alle angeschlabbert. Ey, die macht mir schon wieder die Haken kaputt. So, die jage ich jetzt. Ich jage die jetzt, bis ich sie hab. Auch ohne meinen Phasen.
Ohne mein Phasenteil. Ist mir scheißegal. Ich blattlasse die jetzt hart weg. Oh. Scheiß auf den Generator ohne Mist. So. Alter, Flashlight Saves und dann auch noch Hakensabo ist so eklig. Oh, ich weiß ja, dass die hier vorne sind. Die haben ja gerade den Generator hier zu zweit fertiggestellt. Ich weiß ja, dass die irgendwo hier rumgeistern. Aber die machen mir das Leben schon echt schwer. Gerade weil ich auch so ein schlechter Rinnspieler bin. Wo ist die Mac? Da oben ist die Sau. Geht doch jetzt gleich wer retten, oder? Ja, wusste ich doch. Wusste ich's doch. Herr Jonah. Moin. Bams. Nur noch ein Generator. Und der ist auch schon fast fertig, ne? Das ist so ätzend. 3 Kills kriege ich never ever hin, nicht in der Lobby hier. Ich habe einfach 2 Counterplay-Sables dabei, die mich einfach komplett hops nehmen mit ihrem Perk, dass sie einfach die Schnauze halten. Und ich brauche das halt. Ich brauche halt die Geräusche, weil ich ein schlechter Rinnspieler bin. Das ist der Tanuki, der juckt mich nicht. Ich meine, die sind alle Defug. Aber es ist echt schwer. Die zu finden. Außer sie hier. Sie und der Jonah. Die beiden selber sind ultra schwer zu finden. Ja. Und sie waren auch kein einziges Mal am Hook. Was alle Defo-Kamera, aller WTF. WTF, aller. Was für Defug. Alter, er zieht auch einfach durch. Es ist schon der zweite, der das angetäuscht hat. Schade. Habe ich dich. Uff, das wird aber leider noch eine. Das wird noch eine Rinnrunde. Das wird noch eine Rinnrunde. Gut, die erste Runde zählt halt nicht, ne? Aber. Die wäre wahrscheinlich schön geworden, die erste Runde. Gut, die beiden werden auch schon am Ausgangstor rumgammeln. Da lohnt sich jetzt nicht, das hier noch in die Länge zu ziehen. Wir sehen uns einfach in der nächsten Runde. Bis gleich. Nächste Runde mit Rinn auf meiner Lieblingsmap. Da passt ja auch der Skin ausnahmsweise mal sehr, sehr schön. Okay, da ist einer. Okay, die sind da schon am Generator gespawnt. Das ist ja eklig. Moin!
Aber ich weiß, da ist noch jemand, aber ich will erstmal für einen schnellen Down gehen, eventuell für eine gute Palettenverschwendung hier perfekt. Er wartet auf an der Palette. Es ist halt Zucker. Oh, aber da macht er den. Er will ein paar Paletten-Mindgames spielen, wie mir scheint. Er zögert nicht. Er schmeißt sofort. Dwight, das gefällt mir. I like it. WTF. Aha, den kriegst du nicht. Okay, erster schneller Down. Sehr schön. Und Basement. Ins Basement. Oh mein Gott. Ah, war das die Nia? Das war doch safe die Nia. Okay, perfekt. Der Dwight schenkt uns viele Paletten. Na, wo seid ihr jetzt? Ich habe halt mit Barbecue jetzt keinen gesehen. Oh, der wird schon gerettet. What? Was ist los, Kollege? Er hat Bock oder was, aber ich will ihn noch verschonen. Uiuiui, der erste Gen geht an. Wer ist hier durchs... Nia, du bist aber ganz schön weit gekommen. What the hell? Ich habe deine Kratzspuren schon gar nicht mehr gesehen. Was ist denn da los? Ah, okay, jetzt wird's kribbelig. Jetzt wird's kribbelig. Jetzt muss ich ein bisschen ernster spielen. Der Dwight hat auf jeden Fall Angst vor meinem Geräusch. Also der läuft da ganz hinten in die Ecke, habe ich keinen Bock drauf. Kann er sich gleich mal in die Haare schmieren, dass ich darauf eingehe. Der hat halt derbe Angst vor meinem Geräusch. Weil das hören alle durch mein Addon. Ich habe das immer noch dabei, das Furin. Alter, meine Geißelhaken sind auch so anders verteilt, ne? Wieder überall. Aber immer nicht, aber nie da, wo ich wirklich bin. Da setzt sich gerade eine Krähe hin. Ist gut zu wissen. Aber da habe ich den Dwight am Generator gesehen. Na, wo ist der Knecht? Was ist der denn? WTF? Chillt der im Schrank? Nee. Er wurde auch schon wieder fleißig geheilt. Oh, hello, Elodie. Ist halt wirklich bad für dich, dass ich dich jetzt nochmal... Ja, okay. Also mach das gut. Ich blattlasse da einfach. Vielleicht sollte ich auch einfach mal die Fähigkeit von Rin spielen. Ne? Ich bin so eine schlechte Rin. Ich hab ihn doch gehört. Ich hab doch sogar Kratz... Ich hab nicht mal Kratzspuren hier. Hallo, Leute. Was ist denn das? Ich hab hier die Steps gehört, aber ich hab keine Kratzspuren. WTF. WTF.
weit. Alter, wo ist der? Oder der auch immer hier war. Wer ist? Keine Ahnung. Aber die sind nur am Gehen, ne? Hallöchen. Habe ich also mal richtig gesehen in der Ferne. Alter, wie nimmt der mich hops? Ja, er schmeißt jetzt Palette. Die muss ich weg mitnehmen. Ich kann das so schlecht predikten als Rin, ne? Wo die rumlaufen, was die machen, ist es so schrecklich. Keine Kratzspuren, aber auch kein Survivor in der Nähe schon wieder. Er muss aber ruckartig losgelassen haben, hat er den Skillcheck versemmelt. Und dann siehst du hier in der Ferne einen rumlaufen. Was ist das schon wieder hier? Die Nia. Ja, hallo Nia. Ja, die machen mich doch jetzt auch schon wieder. Ah, ich kann mich eigentlich ablegen gehen, Leute. Ich kann mich einfach legit ablegen gehen. Ja, naja, okay, wir lassen die raus. GG. Uff, uff, uff. Rin wird uns also noch eine ganze Weile beschäftigen hier. In der Minigolf-Challenge. Ich hab's ja schon geahnt. Aber was soll ich sagen? Ja. Ich will dich nicht jagen. Sorry, also ich hab dich die ganze Runde nicht gesehen. Retalk, also... kriegst du jetzt von mir auch keine Jagdpunkte mehr. Schade, schade, schade. Okay, jetzt war jetzt die zweite Runde mit drin. Wie gesagt, die allererste Runde zählt ja nicht, weil da wurde die Runde abgebrochen. Und ja, jetzt haben wir ja schon 2 Punkte gesammelt mit drin. Das ist natürlich nicht so schön. Und mir war klar, dass Rin mich eine ganze Weile beschäftigen wird. Es ist so eklig. Mal schauen, mal schauen, mal schauen. Okay, Rin wird uns eine ganze Weile auf Trab halten auf jeden Fall. Und uff, uff, uff. Ich würde einfach sagen, wir... jumpen basically direkt in die nächste Runde. Bis gleich. Alle guten Dinge sind 3. Heiligtum des Zorns. Wieder mit drin. Perkbit und Addon sind geändert, weil ich hoffe mir dadurch jetzt natürlich eine bessere Performance. Und natürlich, da ich Probleme hatte, Survivor eben zu spotten, auch No Way to Hide. Um halt das ein bisschen besser hinzukriegen. Hallo Säbel. Moin Säbel. Alter, das wäre ein Winkel gewesen. Will der mich verarschen? Mist. Die Lori spielt safe ihre 3 Teachable Perks. Die Lori spielt safe ihre 3 Teachables. Moin. Ah.
Verarschen kannst du dich alleine, Steve. Ich habe jetzt schon zwei krasse Spiele hinter mir mit drin. Ich will meinen, ich bin so ein bisschen drin im Game hier. Ja, Steve, bring dich um. Er will sich eigentlich sterben lassen und sie macht den Move auf ihn. Kazala. Kazala, Kachala. Bam, 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 bam. So. Was? Lori, Allah. Die Lori wird sich mir gleich richtig an den Hals schmeißen, denke ich mal. Ja, Steve, der Steve will es ja. Dann fahre ich jetzt schon meinen ersten Kill ein. Sehr schön. Die hat abgedreht von der Lori. Die Yui hat abgedreht. Wow. Eben kriege ich zwei richtig kranke, knackige Runden. Ja, ich weiß, du hast jetzt einen Decipher Strike. Außer du gehst jetzt Yui retten, hast du nämlich gar nichts. Ja, du hast nämlich jetzt gar nichts. So, Dille. Hier sind Kratzspuren. Ah, hallo, Yui. Wo ist eigentlich Säbel? Oh, sehr schön gemacht. Ah, sehr okay. Habe ich dich. Säbel lässt euch jetzt alle sterben. Ich, oh, nee, doch nicht, okay. Ich kann sagen, ey, das macht die nicht, oder? Ja, zweiter Kill. Könntest du mir auch einfach zeigen, wo Säbel ist? Meine Liebe. Oh, jo, 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 jo. Na? Oh, Entschuldigung. Da musste ich mal ganz kurz niesen, ne? Ja, du hast ja sowieso einen Decipher Strike. Gib ihn mir. Nicht, was? Wo ist dein DS? Hä, du spielst Objekt der Besessenheit, Lori. Was ist da los? Ja, damit, ja, GG an der Stelle. Haben wir also das dritte Game mit drin geschafft. Wie gesagt, alle guten Dinge sind drei, habe ich ja gesagt. Aber holy moly. Und wo war eigentlich Säbel?
Die habe ich gar nicht mehr gesehen. Die war einfach verschollen. Hat sich aber jetzt irgendwie geheilt oder irgendwo. Da. Hallo, Sable. Sable, was geht? Sable, was geht? Na, Hedge oder... Wo ist die hin? Oh, das hat... Ich... Also Rin ist... Ich... Whatever, ich mag Rin gar nicht. Weil ich so ungeübt mit ihr bin. Ich bin ein richtig ungeübter Larry. Es ist dieselbe weg, weil die mich irgendwie outplayed hat. Und ich weiß nicht, wo die hingelaufen ist. Wow. Ich bin so eine schlechte Rin. Ohne Mist. Beide. Ja, moin. Die Hedge war so nah. Sable, die war so nah, die Hedge. Zack, hab ich dich. Oh, oh, oh. Habe ich überhaupt hier noch einen Hook? In dem Haus da. Wenn sie jetzt... Ja, wenn sie... Ich glaube, ich hätte es nicht geschafft, wenn sie gezappelt hätte, ne? Ja, jetzt hat sie es gemerkt, aber zu spät. Okay, rauf mit dir. Oh, der hat ja mal richtig schlechtes Survivor. Der Steve gar keinen Bock gehabt, ey. Und die Lori, ich weiß nicht, was die Lori für einen Plan hat. Hat die den DS nicht gepeilt? Hat die das verkackt? Werden wir jetzt gleich sehen. Okay, dritte Runde hat uns den Sieg beschert. Das gibt aber 3 Punkte auf Rin. Und damit ist die Siegesserie gebrochen quasi. Von nur einer Runde Spiel mit einem Killer. Und wir schauen mal rein, was hier Phase war. So, wo ist Lowry hat tatsächlich den DS verkackt. Ja, WTF, Alter, WTF. Der Steve, Alter, gar keinen Bock gehabt. Irgendwie, whatever. Er dachte sich, oh, ich lasse mich sterben. Perfekt, läuft. Die waren irgendwie ganz daneben. Die Runden davor, das waren richtig knackige Leute. Der hatte richtig Probleme teilweise. Ihr habt es ja selber gesehen, dass ich damit drin gar nicht performt habe. Und jetzt kriegt man solche Leute. What the hell? Aber gut, Rin, da war mir klar, die wird mich lange beschäftigen. Hat sie ja auch geschafft. Ich hoffe, die Runden haben euch trotzdem gefallen. Wenn ja, Däumchen nach oben da lassen. Abo ist kostenlos und würde mich freuen. Ein ganz großes Dankeschön geht raus an meine Kanalmitglieder, die mich sogar finanziell unterstützen. Ihr seid die allerbesten, macht bitte weiter so. Und dann würde ich sagen, wir hören und sehen uns im nächsten Video. Bis dann und ciao, liebe Freunde des Antitos.